egal wie das Wetter auch wird. In Lenore gespülter Wäsche fühlt man sich wohl. Ich fühle mich wohl in Lenore. Petrus hatte heute ein Einsehen mit den Vätern. Pünktlich zu ihrem Ehrentag fegte er die Wolken vom Himmel. Ein kühles Bier und eine Stärkung zwischendurch gehörten natürlich zum Ritual einer Vatertagstour. Ein Hochdruckkeil von der Nordsee sorgt für leichte Wetterberuhigung. Bereits morgen dehnt sich ein Tief über dem westlichen Mittelmeer weiter aus und bringt feuchte Luftmassen zu uns. Heute Nacht ist der Himmel über dem Sendegebiet teils klar, teils bedeckt und es werden nur vereinzelt Regenschauer erwartet. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 8 und 2 Grad. In Norddeutschland gibt es morgen noch einmal den ganzen Tag Sonnenschein. Im übrigen Bundesgebiet wechselt die Bewölkung. Später ziehen im Süden dichte Wolken auf und es regnet ab und zu. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad. Vormittags scheint im Norden und Osten Österreichs die Sonne. In den anderen Landesteilen regnet es vereinzelt. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung aus Westen her weiter zu und es gibt überall Schauer. Die Tagestemperaturen steigen auf 12 bis 18 Grad. Im Süden der Schweiz ist der Himmel stark bewölkt und es soll regnen. Auf der Alpennordseite zeigt sich öfter die Sonne, aber auch dort fallen ein paar Regentropfen. Die höchsten Temperaturen liegen um 14 Grad. Der Opel Corsa hat einen variablen Laderaum, einen spritzigen 1,2 Liter Motor, eine übersichtliche Instrumententafel, einen extrem kleinen Wendekreis und zwei schöne große Außenspiegel. Der Opel Corsa. Nicht zu fassen. Im Handumdrehen ein herrliches Menü. Die herrlichen Menüs von Sonnenwassermann. Einfach lecker. Im Handumdrehen ein herrliches Menü. Sonnenwassermann. Immer wieder ein Genuss. Wie verwöhnst du deine Mutti am Muttertag? Ich habe die beste Idee. Ich nehme die Krönung und mache das schönste Geschenk daraus. Aber psst. Zum Muttertag die Krönung. Der beste von Jakobs Kaffee. Wunderbar. Bei einem herkömmlichen Fernseher erscheint das Bild 50 Mal pro Sekunde auf dem Bildschirm. Die Folge, ein leichtes Flimmern, das Ihre Augen ermüden kann. Bei den neuen Grundig-Fernsehern im IDTV-System erscheint das Bild 100 Mal pro Sekunde auf dem Bildschirm. Das Ergebnis, entspanntes, ermüdungsfreies Fernsehen. Denn die neuen Grundig 100-Hertz-Fernseher im IDTV-System sind endlich flimmerfrei. Fortschritt. Made by Grundig. Ich als Maus, ich kenne mich aus. Das ist der beste Käse, den ich kenne. Lindenberger Naturmilch. Mmh, wie der riecht. Und wie der aussieht. Zum Anbeißen. Mmh, ist der mild, so mild. Aber trotzdem schön würzig. Sollten Sie mal probieren. Lindenberger Naturmilch. Mild, aber würzig. Ihr sucht einen neuen? Mal sehen. Lass hören. Du bist es. Mal sehen. Can't beat the feeling. Alle 14 Tage neu. TV-Spielfilm. Die Fernsehzeitschrift mit dem besten Überblick. Jetzt überall für nur 2,50 Mark. Kerrygold kommt aus Irland. Aus der frischen, satten Natur, wo der Regen mild ist und der Himmel weit, wo pure Qualität die natürlichste Sache der Welt ist, dort entsteht Kerrygold-Butter, die so schmeckt, wie sie aussieht, wie ein Stück unberührter Natur. Pures Kerrygold, das Gold der grünen Insel. Das ist Herr Hefter bei der Arbeit. Er hat gerade ein kleines Formtief. Das kennt man ja. Aber zum Glück hat er auch Corny, den
Müsli-Riegel. Der schmeckt nicht nur, er gibt auch viel natürliche Energie. Energie, die lange vorhält. Corny isst Müsli in Bestform. Comics von Siemens. Schnell, schnell zum Fachhandel. Wenn Ihr Kind öfter mal einen Fruchtzwerg von Gervais isst, muss daraus deswegen nicht gleich ein kleines Genie werden. Und auch kein Wunderkind. Fruchtzwerge helfen ihm einfach ein bisschen dabei, sich prächtig zu entwickeln. Fruchtzwerge von Gervais. So wichtig wie ein kleines Steak. Der beliebte Fruchtriegel von Dole mit Bananengeschmack. Jetzt mit lustigen Klebebildern. Zum Sammeln. Dole, der bessere Snack. Deutschland ist schön, seine Landschaften typisch, die Bauwerke weltberühmt. Man legt Wert auf gepflegte Gastlichkeit und ist stolz auf seine Spezialitäten. Erdinger Weißbier. Naturtrüb mit feiner Hefe, herrlich erfrischend, unübertroffen im Geschmack. In der Flasche gereift, die Krönung altbayerischer Braukunst. Nach tausenden von Jahren ist es dem Menschen endlich gelungen, den Wildfrüchten eine neue Form zu geben und einen neuen Namen. Sula-Bonbons. Schmecken ohne Zucker. Weitersagen. Ein bisschen nach links, Schatz. Noch ein Stückchen mehr. Perfekt. Oh, Sunny. Und hier sind wir im Finale unserer Supershow. Sie haben die Wahl. 100.000 Mark bar auf die Hand oder harzer Handkäse. Ich nehme harzer Handkäse, denn Geld stinkt nicht. Harzer Handkäse. Der Käse, der aus der Rolle fällt. Heute treffen sich die Minister der schokoladefördernden Länder, um ein für allemal die Frage des guten Geschmacks zu klären. Der Kakaominister ließ verlauten, gute Schokolade sei allein vom Aroma seiner Bohnen abhängig, worauf der Milchminister empfindlich reagierte und zusammen mit dem Nussminister aufs Schärfste protestierte. Kenner der Szene sind sich jedoch sicher, dass man sich auch diesmal auf die traditionelle Schlussformel einigen werde. Rittersport. Quadratisch, praktisch, gut. Willi Bogners Wettkampf der Superlative. Feuer, Eis und Dynamit. Der Wahnsinnsfilmspaß jetzt in Ihrer Videothek. Hat über 5 Millionen Testkilometer hinter sich, damit Sie ganz entspannt fahren können. Auch wenn Sie mal nicht selbst fahren wollen. Bitte? Sagen Sie, Herr Ober, Pepsi Light soll jetzt noch besser schmecken? Und? Nun, man kann sich das gar nicht vorstellen bei nur einer Kalorie. Ah, Donnerwetter! Wie haben die das hingekriegt? Das fragt sich die Konkurrenz auch. Geschmack, verbessert von Pepsi Light. Man nehme Dr. Oetker, Pizza Rustica, nach echt italienischem Vorbild. Rustica von Dr. Oetker. Der neue Opel Omega Caravan 24V. Mit seinem DSA-Sicherheitsfahrwerk,
fährt er praktisch wie auf Schienen. Und mit seinem 3 Liter Dual Ram 6-Zylinder Triebwerk ist er jetzt noch etwas zügiger unterwegs. Der neue Opel Omega. Technik, die begeistert. Woran liegt es, dass der kleine Robby plötzlich so leichtes Spiel mit seiner großen Schwester hat? Das bleibt das sahnige Geheimnis vom leichten Philadelphia. Wie verwöhnst du deine Mutti am Muttertag? Ich habe die beste Idee. Ich nehme die Krönung und mache das schönste Geschenk daraus. Aber psst. Zum Muttertag die Krönung, der beste von Jakobs Kaffee. Wunderbar. O-D-E-S-S-A.